Und damit herzlich willkommen zurück zum FIFA 17 Karrieremodus mit Arminia Bielefeld. Heute wieder mit ein bisschen Transferphase, aber auch heute mit dem allerersten Spiel. Und das ist ein Auswärtsspiel gegen RB Leipzig, das wir heute dann noch spielen werden. Allerdings müssen wir uns vorher noch um Transfers kümmern. Und da gab es ja zum Ende der letzten Folge noch ein paar offene Fragen. Wie zum Beispiel, Hesel verkaufen, ja oder nein? Es wurde in den Kommentaren nichts geschrieben, was für Hesel sprach. Und ich bin auch der Meinung, wir könnten ihn abgeben. Deswegen werden wir uns beim nächsten Angebot ein bisschen genauer damit beschäftigen. Und ich habe auch zwei neue Spieler, drei sogar, mir aufgeschrieben. Und die gehen wir jetzt alle mal nacheinander durch. So, der erste Spieler, den ich mir aufgeschrieben habe, den kenne ich nicht. Der heißt Schaub und ich weiß auch nicht, auf welcher Position der spielt. Deswegen schauen wir uns das einfach mal an. Luis Schaub, 22 Jahre jung. Rechtes Mittelfeld von Rapid Wien. Könnte ganz interessant sein. Allerdings habe ich noch nie was von dem gehört. Österreicher, wir fragen einfach mal an. Mal schauen, was der Wert ist und wir werden ihn beobachten. So, der nächste Name, den ich habe, ist auch jemand, den ich nicht kenne, aber vielleicht werden wir den trotzdem finden können. Der heißt nämlich Reinhold Jabo. Der spielt bei RB Salzburg. Ich meine, das Bild kommt mir dann doch ein bisschen bekannt vor. Ist die Frage, ob wir den hier brauchen können. Zentrales Mittelfeld sind wir recht gut besetzt, aber wir können ihn ja trotzdem mal beobachten und schauen, was der so kann. So, der letzte Spieler, den ich mir aufgeschrieben habe, ist ein Ersatz, möglicher Ersatz für Hesel. Das wäre nämlich Ortega und ich meine, der spielt bei 1860 München. Hat er wohl mal gespielt. Jetzt bei Real Sociedad oder er ist vielleicht verliehen. Er ist scheinbar erst dahin gewechselt. Okay, wir werden ihn beobachten lassen und auf die Wunschliste nehmen. Vielleicht ist es ja einer, den wir hinter Rehnen dann aufstellen können, denn das wäre dann ja auf jeden Fall unser Stammkeeper, den wir jetzt hier auch schon drin haben. Und ich würde sagen, wir simulieren das Ganze ein bisschen vor. Und damit wir das auch in dieser Folge schaffen mit einem Spiel, werde ich das Ganze jetzt ein bisschen zusammenschneiden. Also nicht alles kommt jetzt mit ins Video. So, habt ihr vielleicht gerade schon gesehen, Palma hat das Angebot abgelehnt. Und Ortega wird den Verein nicht wechseln, weil er erst diesen Verein gewechselt hat in dieser Transferphase. Das heißt, den können wir auf jeden Fall schon mal nicht holen. Machen wir jetzt einfach mal hier 4000. Und dann wird Matthew Palma schon zustimmen. 4-Jahres-Vertrag vielleicht. Warte mal. Er möchte eine größere Rolle. Es lag nicht am Geld. Okay. Muss ich gerade nochmal nachschauen. Machen wir dann wieder 3150. Und ich hatte, glaube ich, sporadisch genommen. Machen wir Rotation. Dann dürfte er eigentlich nichts dagegen sagen. So, jetzt haben wir hier die ersten Anfragen beantwortet quasi. Michael Mack, den ich gegen Ende der letzten Folge noch angefragt habe, soll einen Marktwert von 4,5 Millionen haben. Luis Schaub 10,5 Millionen. Und Reinhold Jabo 2,9 Millionen. Also Mack und Jabo okay, aber Schaub 10,5 Millionen. Das erscheint mir sehr hoch. Und ich glaube nicht, dass die da mit sich handeln lassen. Der scheint auch ziemlich wertvoll für die Mannschaft zu sein. Jedenfalls hat er diese Rolle. Mack würde ich schon gerne zurückholen. Und Jaro bin ich mir unsicher. Da haben wir natürlich jetzt Palma. So, Marcel Correa führt auch Gespräche mit Hertha. Ich weiß gar nicht, was wir für den geboten hatten. Müsste ich mal kurz nachschauen. 3,4 Millionen bietet Hertha. Nein, nicht Wunschliste. Das müsste hier stehen. Wir haben 3,65 geboten, also sind wir da auf jeden Fall dichter dran. Deswegen müssen wir da, glaube ich, nichts mehr tun. Das können wir einfach mal löschen. So, wir haben ein neues Angebot für Hesel bekommen. Und wir gehen jetzt gleich mal auch die anderen Nachrichten durch, denn da sehe ich schon zwei akzeptierte Angebote. Also, Hesel soll für 2,1 Millionen nach Zürich wechseln. Das möchte ich nicht so günstig, denn der hat immerhin einen Marktwert von 2,3. Sagen wir 3 Millionen und wir stimmen zu. Und da muss ich mir gleich noch was überlegen, wen ich denn holen könnte als Ersatzkeeper. Leider gab es da keine weiteren Vorschläge, deswegen muss ich da jetzt gleich ein bisschen spontan was machen.
Aber immerhin, Marcel Correa könnte möglicherweise zu uns kommen. Das Angebot wurde angenommen von 3,65 Millionen. Und wir geben ihm einfach mal seine 25.000 Gehalt, 2-Jahres-Vertrag und wichtig für die erste Mannschaft. Und mal schauen, was wir da als Antwort bekommen. Und hier haben wir den ersten Neuzugang, Matthew Palmer. Wechselt für 500.000 Euro zu Bielefeld. Ja, ich glaube, ein Transfer, der jetzt erstmal nicht so spektakulär ist, aber es ist der erste in dieser Transferphase für Liga 1. Und hier haben wir auch schon den nächsten Neuzugang. Das ging relativ schnell, ohne einmal abzulehnen, nimmt Correa einfach an. Und ich würde sagen, wir nehmen ihn einfach dann mal auf in unserem Verein. Das sind natürlich einige Kosten, die da auf uns zukommen. Und dann müssen wir gleich, glaube ich, ein bisschen verschieben. Aber wir kriegen ja auch noch ein bisschen für Hesel wahrscheinlich. Und ich würde ihn wirklich gerne holen. Ich glaube, das ist sinnvoll angelegt. So, wir haben jetzt ein zweites Angebot für Hesel. 2 Millionen vom SC Heerenveen. Und Grasshopper Zürich bietet 2,7 Millionen. Da würde ich eigentlich noch mal ein kleines bisschen draufschlagen. Es geht hier um Kleinigkeiten. Wir haben nicht so viel Geld. Wir müssen auch um ein paar hunderttausend Euro noch verhandeln. Deswegen sagen wir mal nicht 3 Millionen, sondern 2,9 Millionen. Wir sind ja schon über Marktwert. Das heißt, wir sind da schon ziemlich gut dabei. Aber ich würde trotzdem noch mal ein bisschen erhöhen. Und ja, für den SC Heerenveen würde ich sagen 3 Millionen. Da haben wir ja noch nicht so viel verhandelt. Deswegen ist das, glaube ich, okay. So, und da haben wir auch schon eine Entscheidung hier von den Grasshopper Zürich. 2,9 Millionen, damit wird das Angebot also angenommen. Hesel wird den Verein verlassen und dadurch müssen wir natürlich hier gar nichts mehr machen beim Heerenveen. Oder SV, ich weiß es nicht. Ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, Hesel wechselt für 2,9 Millionen scheinbar dann doch den Verein. Und das bedeutet, wir müssen uns ein bisschen umschauen, was Torhüter angeht. Und das werde ich genau jetzt mal tun. So, und da haben wir es dann auch ganz offiziell. Hesel wechselt also nach Zürich. Das heißt, 2,9 Millionen kommen zu uns und davon bekommen wir 2 Millionen aufs Transferbudget. Das ist ganz gut. Und ich habe ja auch zwei Torhüter-Anfragen, die ich mal gemacht habe. Einmal wäre das Marvin Schwebe von Hoffenheim und einmal Markus Schubert von Dynamo Dresden, die ich da mal möglicherweise auserkoren habe, um, ja, nicht Nachfolger von Hesel zu werden, aber sich hinter Rehnen dann vielleicht anzustellen. Das weiß ich nicht genau, wie erfolgreich das werden könnte. Und wir haben hier auch ein Angebot für Görlitz. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht, wenn wir den auch gehen lassen. Der ist nämlich nicht wirklich, ja, viel im Einsatz für uns, aber dann doch gerne für den Marktwert. So, 1860 nimmt das Angebot an, 56.000, das heißt, Görlitz wird den Verein verlassen und das heißt, dass wir auch nochmal tätig werden sollten, nämlich einen Flügelspieler holen und da kommt Mack gerade richtig. Den werden wir natürlich nicht für 4,5 Millionen holen, sondern wir fangen erstmal an mit 2 Millionen und ich glaube, das könnte was werden. Auch wenn er dann eine wichtige Rolle einnimmt, für uns ist er auf jeden Fall richtig wertvoll, das haben wir ja in der letzten Saison schon häufig gesehen. Übrigens stehen wir hier in der Saisonprognose auf Platz 18 vor dieser Saison. So, hier sind dann die Abschlussberichte zu den beiden Keepern, die ich mal habe beobachten lassen. Einmal Schubert im Moment mit einer 60 und Schwebe ist doch noch nicht ganz fertig. Der Bericht dauert noch 7 Tage. Und hier steht dabei jedenfalls vielversprechend, deswegen bin ich da nicht abgeneigt, den vielleicht mal zu holen. Also es wäre auf jeden Fall eine Alternative. So, und Mack hat jetzt auch endlich unser Angebot akzeptiert. Wir sind bei 3,2 Millionen stehen geblieben. Und ich glaube, das ist doch noch eine ordentliche Summe. So, und dann nimmt auch direkt an. Das heißt, überhaupt keine Probleme hier mit den Verhandlungen. Also Mack kommt zurück nach Bielefeld. 3,2 Millionen kostet er. Und 8.000 Gehalt pro Woche. Ich glaube, dass wir das Ziel nicht ganz erreichen werden mit der, ja, Gehaltsverringerung. Und hier haben wir noch den Bericht zu Schwebe, 69. Ich glaube nicht, dass wir uns den holen. Der ist schon ein bisschen zu weit. Deswegen würde ich da eher sagen, dass wir Richtung Schubert gehen. Ich glaube, wir leihen uns den sogar mal aus. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Denn wir wissen nicht, ob der jetzt wirklich viel bringt oder nicht. Oder ob der
ja eine gute Zukunft vor sich hat, das wissen wir nicht. Deswegen mache ich einfach mal eine ein Jahr Leihe. Einfach, weil wir im Moment keine andere Lösung haben. Und die wurde auch sofort angenommen. Das heißt, wir nehmen das einfach mal so an. Eine Leihe, ein Jahr. Was haben wir schon zu verlieren? So, und jetzt stehen wir an dem Tag des Spiels. Aber ich sehe gerade schon auf meiner Uhr, es ist schon wieder eine ziemlich lange Folge geworden. Ich habe hier schon 20 Minuten wieder im Menü verbracht. Ich dachte eigentlich, ich könnte das in ein paar Minuten abhaken. Hat nicht funktioniert, deswegen würde ich sagen, machen wir das doch erst in der nächsten Folge, weil das so jetzt nichts bringt, dann wird das viel zu lang und das wollte ich auch nicht machen. Wir können gerne nochmal auf die Tabelle schauen. Stuttgart hat schon gespielt. 1:1 gespielt gegen Schalke, okay. Das sehen wir dann mal so, wie das bei uns läuft. Vielleicht ein Unentschieden wäre auch nicht so schlecht. Leipzig hat eine relativ gute Mannschaft. Aber das machen wir dann doch erst in der nächsten Folge. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.